Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vertrümmer-Battle hier auf Dark Showdown. In unserem nun dritten Duell treten zwei allseits beliebte und bekannte Patronerinnen gegeneinander an. Zum einen haben wir da die kühle Yavijin, die es immer wieder schafft, euch eine Gänsehaut über den Rücken zu jagen. Zum anderen haben wir die temperamentvolle Chanchidori, die ihre Zuhörer immer wieder aufs Neue mitfiebern lässt. Zwei Kontrahenten, die sich nichts schenken, aber ebenso wenig nehmen. Doch nun genug geredet, kommen wir zum ersten Vortrag. Hier ist Chanchidori. Meine kleine Schwester ignoriert mich schon eine ganze Weile. Ich verstehe ja, sie ist böse auf mich. Aber ich spreche weiterhin mit ihr und versuche, Zeit mit ihr zu verbringen. Sie scheint mir besonders wenig Aufmerksamkeit zu schenken, wenn ich ihr versuche mitzuteilen, dass ihr neuer Freund ein widerlicher Mensch ist. Er ist ein böser Mensch. Aber ich muss ihre Aufmerksamkeit erlangen. Ich muss es ihr zeigen. Sie wurde nicht wütend, als ich das Bild von ihnen beiden zusammen zerbrochen habe. Sie schien nur etwas verwirrt, als ich ihr Handy versteckt habe, um sie davon abzuhalten, ihn anzurufen. Und als ich die Blumen ruinierte, die er ihr geschenkt hatte. Aber sie verstand immer noch nicht. Sie plant, ihn hierher einzuladen, sobald Mom weg ist. Sie hört nicht auf mein Flehen. Ich wünschte, sie würde einfach auf mich hören. Sie muss Bescheid wissen. Sie muss wissen, dass er der Grund für meinen Tod ist und dass ich befürchte, dass sie die Nächste sein könnte. Das Wort Chanchidori. Es folgt Yavijin. Meine kleine Schwester ignoriert mich schon eine ganze Weile. Ich verstehe. Sie ist böse auf mich. Aber ich spreche weiterhin mit ihr und versuche Zeit mit ihr zu verbringen. Sie scheint mir besonders wenig Aufmerksamkeit zu schenken, wenn ich versuche ihr mitzuteilen, dass ihr neuer Freund ein widerlicher Mensch ist. Er ist ein böser Mensch. Aber ich muss ihre Aufmerksamkeit erlangen. Ich muss es ihr zeigen. Sie wurde nicht wütend, als ich das Bild von ihnen beiden zusammen zerbrochen habe. Sie schien nur etwas verwirrt, als ich ihr Handy versteckt habe, um sie davon abzuhalten, ihn anzurufen. Und als ich die Blumen ruinierte, die er ihr geschenkt hatte. Aber sie versteht immer noch nicht. Sie plant, ihn hierher einzuladen, sobald Mom weg ist. Sie hört nicht auf mein Flehen. Ich wünschte, sie würde einfach auf mich hören. Sie muss Bescheid wissen. Sie muss wissen, dass er der Grund für meinen Tod ist und dass ich befürchte, dass sie die Nächste sein könnte. Das waren unsere beiden Duellantinnen. Jetzt liegt es in eurer Hand zu entscheiden, welche von ihnen die bessere ist. Hinterlasst hierzu einen Kommentar, aus dem deutlich hervorgeht, welche von beiden euer Favorit ist.